herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hohn-Horvath. Ungarn knüpft die EU-Kreditaufnahme an Bedingungen. Darüber entschied heute das Parlament. Die Regierung muss sich mehrere Grundprinzipien bei der Kreditaufnahme vor Augen halten. Beispielsweise, dass reichere Mitgliedstaaten nicht mehr Unterstützung erhalten können als die ärmeren Länder. Das Geld darf ausschließlich zum Neustart der Wirtschaft verwendet werden. Würden die EU-Mitgliedstaaten den Kredit zusammen aufnehmen, sollten sie auch über dessen Bedingungen gemeinsam entscheiden, sagte der Parlamentspräsident am Dienstag nach jener Sitzung, an dem über die Vorlage der Regierungspartei bezüglich der geplanten Wirtschaftsmaßnahmen der Europäischen Union zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie beraten wurde. László Kövér formulierte, der Wiederaufbauplan sei ungerecht. Die ihre Wirtschaft mit kluger und disziplinierter Politik in die Richter bringenden Länder werden bestraft, während die sich mit undisziplinierter Haushaltspolitik verschuldenden Länder belohnt werden, sagte der Parlamentspräsident. Tomasz Deutsch, EP-Delegationsleiter der Partei Fidesz, meinte, der EU-Kreditaufnahmevorschlag sei in seiner aktuellen Form inakzeptabel. Der Vorschlag ist auch wegen der geplanten Einführung der heuchlerisch-Rechtsstaatlichkeitsbedingungen genannten Institution inakzeptabel, weil dies in Wirklichkeit der Brüsseler Bürokratie ein Mittel in die Hand gibt, die Mitgliedstaaten willkürlich politisch erpressen zu können, meinte der EP-Abgeordnete. Die Partei Jobbik würde die Unterstützung der EU-Kreditaufnahme erst für akzeptabel halten, wenn sich die ungarische Regierung der EU-Staatsanwaltschaft anschließen würde und die Fördergelder auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen fokussiert verwendet würden. Der Hauptredner der Sozialisten sprach darüber, dass die Förderungsmittel unmittelbar den ungarischen Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Zivilorganisationen und Bürgern gegeben werden sollten. Der Fraktionsleiter der Christdemokraten nannte den dem Parlament vorliegenden Vorschlag eine Befürwortung der Interessen der ungarischen Bürger. István Simicsko hob hervor, zu den Bedingungen der Regierung gehöre es, dass das Kreditpaket gerecht und apolitisch sei und dass man sich dabei auf das Wirtschaftswachstum und die Erhaltung der Arbeitsplätze konzentriere. Bei einer Enthaltung stimmten schließlich 182 Abgeordnete für und 16 gegen den Vorschlag der Regierungsparteien. Auch Reisebüros suchen nach Lösungen aufgrund der ab Mittwoch in Kraft tretenden, die Länder nach Infektionsrisiko in Kategorien eingeteilten Verschärfungen. Jedes Reisebüro versucht auf andere Art zu helfen und die Reisen umzubuchen. Dieses Reisebüro ist auf Balkanurlaub spezialisiert. Eines ihrer meistgebuchten Reiseziele ist Montenegro. Seit Tagen stornieren jedoch die Urlauber reihenweise ihre bezahlten Reisen wegen der ungewissen Corona-Lage. Da Montenegro dem neu implementierten Ampelprinzip nach als rotes Land kategorisiert wurde, müssen Reisende, die von dort nach Ungarn zurückkehren, eine zweiwöchige verpflichtende Selbstquarantäne antreten. Daher musste auch dieses Reisebüro ihre geplanten Fahrten umdisponieren. In unserem Fall können wir den Kunden einen Kroatien-Urlaub anbieten. Viele unserer Montenegro-Urlauber konnten wir auf Kroatien umbuchen. Und wir hoffen natürlich, dass binnen Wochen die Kategorisierung Montenegros umgeändert wird, sagte die Eigentümerin von Adria Tours. Bei diesem Reiseveranstalter in Békéscsaba ist die Situation nicht weniger prekär. Das Unternehmen veranstaltet Kreuzfahrten und exotische Reisen. Sie haben 4/5 ihrer Buchungen verloren. Die Reiselust der Menschen ist drastisch zurückgegangen. Der Verband der ungarischen Reiseveranstalter erklärte, die Reisebüros würden trotz der aktuellen Lage versuchen, den Urlaubern zu helfen und die bereits gebuchten Reisen umzubuchen oder zu modifizieren. Die Reisebüros haben für diese Saison 84 Charterflüge pro Woche organisiert. Nun sehen wir, dass davon 10 pro Woche realisierbar sind. Es gibt eine Menge Fluggäste, die ihre Reise weiterhin antreten wollen. Andere entscheiden sich jedoch gegen den Urlaub. Für solche Kunden bieten die Reiseveranstalter flexible Umbuchungsoptionen, sagte die Vorsitzende des Verbandes. Experten raten, man solle vor und auch während einer Auslandsreise die Bewertungen der Länder gründlich verfolgen. Die Regeln und Kategorisierungen könnten sich nämlich ändern.
Für diejenigen, die einen Ausflug planen, könnte Eppleen die ideale Wahl sein. Die Gemeinde im Komitat Westbrem ist vor allem für ihr Skizentrum bekannt. Allerdings lohnt es sich, Eppleen auch im Sommer zu besuchen. Denn das beliebte Skigebiet bietet von Frühling bis Herbst hervorragende Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Besucher können hier unter anderem eine Seilbahn, einen Barfußpfad sowie eine Spielinsel ausprobieren. Obwohl Hajdúszoboszló vor allem für sein Bad bekannt ist, braucht man sich hier gewiss nicht zu langweilen, auch wenn es kein Strandwetter gibt. Im Badeort werden die Liebhaber der Oldtimer mit einer landesweit einzigartigen Sammlung erwartet. Im sogenannten Gebta-Maschinenlager können mehr als 1000 alte Autos, Fahr- und Motorräder sowie andere Oldtimer bewundert werden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.